congregation, please be seated and open your prayer guides to the book of Revelations, Psalm 69. Club Night, live von der Mayday, die 9. Mayday, The Great Coalition, bezieht sich natürlich auf Berlin und auf Frankfurt. Und wir machen hier bis 6. Die Mayday selber geht natürlich noch weiter, die geht weiter bis nah, Open End, bis 10 Uhr. Wir werden sehen, was sie hier noch hält. Auf jeden Fall hier im Studio vom HR3 hält sich gerade William Röttger auf. William Röttger, einer der Mitinitiatoren von Mayday. Und erste Frage, hey, sag mal, was war denn das Spezielle jetzt von Frankfurt? Der Spezielle von Frankfurt war, dass alle so furchtbar begeistert waren, dass man gar nicht weiß, wo man hinhören soll. Alle sagen, mein Gott, wie ist das toll und was war das schön. Und ich bin so froh, dass ich hier gewesen bin. Also in der Extremweise habe ich das noch nicht gehört. Besonders nett zu sein. Du hast jetzt 9 Maydays mitgemacht und jetzt selber, sag mal, wirklich Hand aufs Herz, was war denn dein Lieblings-DJ? Heute Abend war Ken Koya mein Lieblings-DJ, weil der ungefähr in meinem Alter ist. Also jetzt großes Rätselraten, wie alt ist Ken Collier? 22 Jahre, glaube ich, steht er schon an Plattentellern, ne? Der macht eben seit den frühen 70er Jahren Musik an Plattenspieler und der ist einer der großen Heroen Detroits, auf den sich letztendlich alle berufen, die Haus- und Techno-Musik dann
mit erfunden haben, gemacht haben. Und der hat heute Abend hier 2,5 Stunden am Stück aufgelegt und da habe ich ganz wunderbar getanzt und mich sehr gefreut, dass er da war. Also es war so ein richtiges Baby auch von dir persönlich, ne? Ja, nicht von mir, der Westbam hat ihn mal entdeckt, weil er mal irgendwie in den Club geraten ist, auf den der, in dem der eben seit Jahr und Tag auflegt, nämlich immer im gleichen Club, der reist doch gar nicht rum, der ist zwar das erste Mal in Europa, das erste Mal in Deutschland, das erste Mal auf Mayday und. Und niemand hätte vielleicht von dem irgendwas gehört, wenn der nicht da irgendwie sich ein bisschen erkundigt hätte, auch nachher, weil der so gut gespielt hat. Und deshalb war der so Wests Favorit. Und ich habe mich dem angeschlossen heute Abend, also habe ich gemerkt. Wunderbar, dass er hier gewesen ist und jetzt werden viele kennen und bestimmt auch viele wieder einladen. Und da wird dieser relativ alte Mann mit seinen 57 Jahren auch noch eine Menge Spaß hier in unseren Clubs kriegen. Feini, das war jetzt die Mayday aus Frankfurt. Der Eintrittspreis war bannig hoch für einige Leute. Aber wenn man hier war, kann man auch verstehen, warum er so hoch war. Denn der Produktionsaufwand war gigantisch. Ich habe gehört, dass der Break-Even-Punkt, also ab wann ihr Plus macht, erst bei 22.000 Leute liegt. Und da sind wir ja hingekommen. Also finanziell war es für euch auf jeden Fall kein Flop. Auch wenn viele denken, dass ihr da groß in die Tasche wirtschaftet, kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe auch gehört, dass die alten Achten so ungefähr plus minus null aufgegangen seid. Aber diesmal habt ihr wirklich gut präsentiert. Ihr habt ein hohes Niveau gehabt. Und HR3 Club Night war stolz drauf, mit im Boot zu sitzen. Doch, muss ich echt sagen. Und, ja, und das finde ich natürlich auch wieder besonders nett. Und herzlichen Dank an den Hessischen Rundfunk, der diese Übertragung möglich gemacht hat und die dann auch wieder im WDR-Gebiet und im süddeutschen Gebiet gehört werden konnte. Und ich finde, dass diejenigen, die bis jetzt ausgeharrt haben, das meiste von der Sache gehabt haben. Stimmt. Denn die waren die ganze Zeit dabei und haben die Musik gehört und hier musste man doch eine ganze Menge laufen, um also zu den einzelnen Städten zu kommen, zu den einzelnen Dancefloors zu kommen und hat zwischendurch leider zu viel verpasst, sodass ihr die Favoriten seid am Radio. Danke, und wir hatten hier auch eine kleine Koalition, nämlich WDR war ja noch mit dabei und der Süddeutsche Rundfunk war noch mit dabei. Jetzt Hand aufs Herz, wie sieht's aus mit einer Mayday, mit irgendeiner in der Zukunft wieder in Frankfurt? Also die Festhalle ist begeistert, der Mitveranstalter Artmobil ist begeistert, wir sind begeistert, alle hier, die ich gesprochen habe, waren begeistert. Ich glaube, dann kann man nicht drum rum, also das nächste Jahr wieder daran zu denken, im Winter nach Frankfurt zu kommen. Ich fände es toll. Wir auch. Und wir feiern weiter. Tschüss. Also das war die HR3 Club Night live von der 9. Mayday The Great Coalition. Und es war auf jeden Fall Daumen hoch, ein dicker Erfolg. Und das liegt natürlich auch nicht nur hier an den Veranstaltern, sondern an den ganzen Party-Peoples. Nicht nur die hier waren, so um die 25.000, sondern auch die Hörer. Und mit diesen drei großen ARD-Sendern haben wir wirklich ein schönes Stück uns weitergebracht. Denn ich schätze mal Pi mal Auge, das waren bestimmt 300.000 Leute, die uns hier heute Nacht bis heute Morgen gehört haben. Also Dank an euch. Und ich denke, dass wir uns dann nächstes Jahr hier wiedersehen. Und zum Schluss finde ich auch noch ein schönes, symbolisches Ding. Haben wir Talla, den ersten Mann der Frankfurter Stunde in The Great Coalition von der Mayday. Macht's gut und tschüss.